Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7 Biohazard. Biohazard Container, muss ich direkt überdenken, man. Und DLC. Siege. Du hast nicht DLC gesagt. Das ist nicht die Hauptstory. Soll ich etwa die Anmoderation machen? Oder du? Ich wollte gerade eine schöne Anekdote machen, dass wegen Biohazard Container von Rainbow Six Siege, ne? Direkt zur Anspielung auf unser Rainbow Six Siege Display. Aber das ist das DLC, ne? Ich bin jetzt Schlafzimmer. Mit Schusswaffen, Fallen und Fähigkeiten bis zum Morgen überleben. Nein, das ist falsch. Das ist Albtraum. Steht doch, ich hab da drauf geklickt. Achso, ich muss nochmal. Achso, weil ich dich einfach scheiße zum Aktivieren und dann. Auf ins Schlafzimmer. Aufwachen. Clancy wacht mit dem Gestank ungewaschener Bettwäsche in der Nase auf. Wo zum Teufel ist er dort und warum ist sein Bett? Er braucht einen Moment, bis er begreift, das war kein Albtraum. Die Frau hat ihn gefangen und ihm etwas abscheuendes Stehendes unter seiner Nase gestellt. Shit takes Baker's Eat. Gut geschlafen? Unsere Tochter macht dich wirklich sehr. Sie hätte dich gerne als großen Bruder. Oh, freu dich nicht zu früh. Mach noch keine Freudensprünge. Wenn du Teil dieser Familie sein willst, musst du essen wie diese Familie. Nein. Bitte nicht. Nein. Das riecht gut, nicht wahr? Ist das alles auf und werde einer von uns? Ist das wieder Ohren? Dann nehme ich dir die Dinge ab und du kannst spielen gehen. Aber du musst alles aufessen. Grins. Wow. Das sieht köstlich aus. Wirklich. Sieht lecker aus. Ich komm doch noch näher. Ich komm später wieder, um nach dir zu sehen. Warte. Gibt's nichts anderes? Nein, du brauchst gar nichts anderes. Jetzt ist dein verdammtes Essen. Hier war ich noch voll, ne? Etwas unternehmen. Das war halt die erste. Oh. Als ob. Also, wenn du an der irgendwann mal da nicht weiterkommst oder nicht weißt, worum es geht, ich kann da auch wieder behilflich sein. Naja. Ich will aber dann noch den Löffel mitnehmen. Fick hier. Du kannst das auch essen. Muss ich kotzen. Allerdings weiß ich doch nicht, was da passiert. Das habe ich noch nicht gesehen. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Oh, schon wieder sowas, okay. Ja, dann mach doch. Die erstmal eine Uhr um, was du da machen kannst. Ich glaube, da gehe ich auf jeden Fall nicht raus. Ich glaube, ich muss gleich gegen so eine verdammte Marjorie kämpfen. Was wolltest du denn jetzt mit dem Löffel? Ach, ich dachte, es wäre ein Teller oder so. Deshalb das anzünden. Kann ich das nicht anzünden? Ich lasse dich mal ein bisschen rätseln. Ne? Scheiße, ich fasse das nicht an. Einen Flammenwerfer. Ist das ein Schlüssel?
sollten auch noch ein bisschen dazwischen sagen. Ne? Es ist ein bisschen ruhig. Kannst du dich noch daran erinnern, wo ich dir gesagt habe? Okay, ja. Ich warte. So, wo ist A? Wo ich dir gesagt habe, im Storyspiel, ja, mit dem Raum, also auf dem Schiff mit den Bildern, wo nur die Bilder richtig anordnen musste, ne? Ja. Und wahrscheinlich das ABC. Das C muss jetzt dahin. Aber wo du siehst das nicht, okay. Ich muss ja so erstmal das. Ich brauche ein drittes Bild, oder nicht? Ja. Warum sind das jetzt zwei? Okay, zwei verschiedene Sachen. Am Ende muss ich die Suppe eh noch essen, ich sag's dir. So, wo ist denn eigentlich eine Uhr? Okay. Eine Uhr, da ist eine. Okay, wo haben wir eine andere Uhr zum. Ich wollte gerade sagen, die Uhr sieht nämlich stehen geblieben aus. Ja, vielleicht kann man das mit dem Löffel so. Ja, klingt plausibel, aber leider passt das nicht ganz. Hey Marjorie, hast du einen Schlüssel? Einen anderen Weg hier rausgeben. Warte mal, was haben wir denn eigentlich hier für Zeichen? Tja. Ich meine, das können wir auch einfach abnehmen, ne? Achso, das mit Form meinst du. Ah. Ja, aber trotzdem, ich brauche trotzdem eher noch Bild A, das meinst du. Ja, ist schon klar, aber ich brauche noch Bild A. Ja, ich hoffe für dich, du weißt noch, welche Sachen an welchem Ort lagen. B und C. C war da. Also B und C. Es geht nicht nur um die Bilder, es geht um alles. Du wirst es später noch herausfinden, warum. Oh nein! Ich ahne, warum. Was? Marjorie kommt und ich habe immer das Gefühl, Marjorie wird kommen und dann wird die sauer sein, wenn ich alles. Okay, das kann ich erst lösen, wenn ich. Allerdings jetzt, ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht genau, wie es jetzt da voranging. Ich kenne noch im Groben die Story, aber einzeln jetzt wieder weiterzukommen, das weiß ich ehrlich gesagt selber nicht mehr. Ach, das geht erst. Okay, wahrscheinlich ist hier der Schlüssel. Vielleicht ist das hier das Code-Ding dafür, oder? Ich meine, ich brauche jetzt hier noch ein. Wir müssen ja irgendwo jetzt eine Uhr finden, ne? Jo. Hier ist gar keine Uhrzeit. Wenn ich jetzt hier rausgucke, ich sehe ja auch keine Uhr. Nur ein Nebenzimmer. Und hier muss ich irgendwas dran hängen. Ne, da hab ich ja her. Ha. Muss ich jetzt hier irgendwie. Ich warte. Ah ne, das ist ja auf Marjorie warten. Ne, ich dachte. Ich muss schön essen. Sieht doch sehr appetitlich aus, warum isst du das nicht? Kann ich irgendwie mit dem. Nein, ich dachte. Scheiße, ich fass das nicht an. Vielleicht mit dem Löffel irgendwie. Was weiß ich. Also ich will. Das. Warum kann ich das nicht anzünden? Ich. Das steht doch noch da unten. Aber was bringt dir das Papier oder was auch immer das ist anzünden? Ja, das brennt. Und dann haben die Angst. Ja. Das ist mein Gedanke, dass es dann brennt. Und die haben dann Angst. Das sind doch Tiere. Die haben die für einen Flammenwerfer. Das war jetzt der Flammenwerfer des kleinen Mannes. Wo haben wir jetzt zum Fick nochmal das Gemälde A? Weiß ich irgendwie was. Ja, kommst du nicht wirklich weiter? Moment. Okay. Ich überlege aber auch gerade, wo dieses eine Bild ist. Generell, wie du da jetzt weiterkommst.
Okay, warte mal. Was willst du machen? Hab ich irgendwo ein Feuerzeug? Nee. Ich dachte vielleicht, das sind die Items, die man so. Weil die Laterne hatte ich ja und ich dachte, das sind so. Die Items, die ich so okay. gefunden habe. Hätte auch passen können. Dass das jetzt ein Feuerzeug ist und dann ein Bild, was weiß ich. Aber. Das ist doch bei gar nichts. Wir haben hier Tauben, Typen und der dritte, keine Ahnung. Wir brauchen ja irgendwie, entweder brauchen wir hier was. Wir müssen ja was mit der Uhr einstellen. Aber wir haben doch endlos Zeit, ne? Die kommt jetzt nicht nach einer. Ach so! Ich dachte, man muss urten. Bestimmt ist hier was zum Aufschließen, oder? Ich dachte, wir müssten Zeit einstellen, wenn wir dann mit einer anderen Uhr, aber nein. Ah! Jetzt kommst du voran. Was war das für ein Lärm? Ja. Nicht sehen, dass ich aus dem Bett war. Kann ich das irgendwie nicht? Doch, das kann man zumachen. Wie denn? Wie? Ich weiß es gerade nicht, wie du. Du hast ja nur die beiden Möglichkeiten. Hast du jetzt gedrückt? Marjorie warten. Achso. Was zur Hölle ist das für ein Lärm? Hier wird was anderes zum Verhängnis. Dass es jetzt alles anders ist? Oh, mein Gott. Was, ich hätte das wieder reinhängen sollen? Warte. Ich hab es. Ich hab ganz gegessen. Solltest dich jetzt besser benehmen. Ach so, ist okay. Hä? Aua. Ja, das bin ich wieder zurückgegangen, oder was? Verdammt, verdammt! Und jetzt? Aber wie kriegen wir denn. Ach, die Schublade bleibt jetzt da. Weil ich weiß nicht, wie hätte ich denn die Schublade jetzt zumachen können? Die war ja voll. Die Schublade war überflüssig. Ja, aber die hat die Schublade da gesehen, das war das Problem. Ja. Und den Rest hat sie dann auch wieder bemerkt. Also merk dir wirklich, alles, was du nimmst, sollte an dem Platz wieder zurück, sobald du Lärm machst. Okay, wie kann ich das denn wieder. Ach so. Das heißt, das muss ich nehmen, das muss ich dann da rein und das. Halt's ab. What the fuck? Kann ich das nicht zumachen? Wie geht das wieder zu? Nimm ein Bild von der Wand. Vorarbeit leisten. Genau. Nähnadel. Jetzt hast du diese Nähnadel. Jetzt müsstest du damit irgendwann einstellen können oder öffnen können oder was auch immer. Öffnet sich das wieder, wenn ich das jetzt nehme? Ja, das weiß ich nicht. Kannst du aber testen, kannst es ja da ablegen.
Das war das hier. Okay, warte. Wir müssen es. Mit der Nähe tun wir wahrscheinlich die Zeit wieder einstellen. Könnte ich mir vorstellen. Oh, stand der gerade da. Fünf. Vor halb. Nee, weil es ist 5 Uhr. Ich habe jetzt gerade vertauscht. 5 Uhr. Wer macht diesen Lärm? Wie kriege ich... Ist alles wieder okay? Die guckt doch nicht auf den Zeiger, oder? Ich hoffe, die guckt nicht auf den Zeiger. Oh Gott. Ich hoffe, die guckt jetzt nicht auf den Zeiger. Ich habe da nichts vergessen, ne? Nee, die kann nicht auf den Zeiger. Die guckt nicht auf den Zeiger. Die guckt nicht auf den Zeiger. die guckt nicht auf den Zeiger. Siehst du das wieder, Lukas? Ich sag's dir immer, Junge, nicht so laut. Ja, du hättest ja noch ein paar Sekunden Zeit gehabt, ne? Ja, ich hab da aber alles wieder zurückgestellt. Ich hatte Angst. Das finde ich ein bisschen schade, dass man das dann nicht beschleunigen kann, wenn man sich jetzt sicher ist, dass alles wieder am Platz ist. Der Zeiger ist... Der Löffel. Nee, das nicht. Wenn du ablegen konntest, du den Löffel ja nicht, stimmt. Der sieht doch ganz nett aus. Die Klappe! Hallo. Riecht das nicht einfach himmlisch? Ich hab's extra für dich gemacht. Hey! War jemand hier drin? Nein. Oh, irgendwas stimmt nicht. Nein! Halt die Fresse! Naja, alles scheint an seinem Platz zu sein. Ja. Ich habe mir gedacht, du würdest nicht essen, also habe ich dir was anderes gebracht. Jetzt hab ich okay. Wer zur Hölle sind diese Leute? Also, eine ganz nette Familie. Na, ich muss nochmal hinsetzen. Das ist nervig. Den Kocher. Habe. Ausgemachtes vom Feinsten. Das esse ich jetzt nicht. Boah, ist das ekelhaft. Also, das Bett würde ich jetzt nicht bewegen. Ne? Das ist ja, achso, da muss ich ja. Da war halt nur der Zettel drunter. Und was war auf dem Zettel? Ich hab, die konnte nicht mehr lesen. Ja, das ist das Blöde. Du müsstest wissen, was da drauf steht. Da war halt so eine lange Geschichte und ich hatte. Du hast aber auch über eine Minute Zeit. Ja! Rätsel über Rätsel. Okay. Weiß ich mich jetzt verarschen? Also das ist wahrscheinlich die Kombination dafür. Komm. Was? Den Mann aus dem Westen, zuerst gewährt der Tod, den Mann aus dem Westen, Dunkelheit. Die Uhr hat nicht geklingelt. Du hast keinen Lärm verursacht. Achso. Du hast Zeit. Zuerst gewährt der Tod dem Mann aus dem Westen Dunkelheit. Während seiner Reise gab der Mann sein Fleisch den 4 Tieren der Erde. Und als er den Osten erreichte, wurde er verbrennender Freude schwarz verkohlt. Warte, zeig mal ganz kurz. Also mit dem Norden. Norden, Norden, Norden. Wo steht's? Ich sehe es gerade nicht. Westen, Osten.
Warte mal. Nichts mit Norden. Norden, Osten, Süden, Westen, Dunkelheit. Norden stand nichts und Osten war... Das hat nichts damit zu tun. Ich habe nämlich was vorne an den Bildern gesehen. Guck mal an das linke Bild. Also links vom linken Bild. Siehst du da was? Nein, rechts. Dazwischen. Ach so. Das ist im Norden ausgerichtet. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur so ist oder ob das jetzt dir irgendwas noch sagt. Der Tod. Und im Osten war die Dunkelheit und mit dem Feuer verkohlt, ne? Ja, vielleicht Tier und Essen? Nein. Tiere, was ist das denn? Ich weiß es nicht. Baby verkohlt. Ich verstehe das nicht. Das müsste aber das für die Kombination sein. Guck dir doch mal kurz die Bilder an. Was hast du da für Bilder wirklich drauf? Ja, nicht die Bilder, die Gemälde. Was hast du da drauf? Ein Menschen, okay? Ja. Was hast du auf dem anderen? Das sind das Tiere, ist der Mensch mit dem verbundenen Auge und dann die Vögel. Würde das weiterhelfen? Ich weiß es nicht. Du hast doch das geguckt, also... Ja, es ist aber schon ein bisschen was her. Gedächtnis wie ein Sieb, ne? Warte mal. Da war was mit dem Vogel und dem Grabstein. Oder ein Leuchtturm oder was auch immer. Zuerst gewährt der Tod dem Mann aus dem Westen Dunkelheit. In seiner Reise gab der Mann sein Fleisch den vier Tieren der Erde. Und als er den Osten erreichte, wurde der Verbrenner heute schwarz verkohlt. Vier Tieren der Erde. Haben die denn hier Tiere der Erde? War da nur Vögel, also ein Vogel drauf irgendwo? Nein, hier Tiere Schlange der Erde. Schlange war da auch? Aber eine Schlange ist kein Tier der Erde, oder? Ein Hummer ist ein Tier. Was ist das denn jetzt eigentlich? Das sieht aus wie ein Grabstein mit einem Vogel drauf. Haben wir dann... Alter, was ist das? Nein, das ist ja... Ich habe keine Ahnung, was das... Oder schwarz verkohlt, brennende Freude, das könnte das sein. Schwarzes Herz. Ja. Aber du hast keine Angabe für die Mitte. Ja, das hier funktioniert gar nichts. Boah, was war das nochmal? Scheiße. Mit den Gemälden hat das auch nicht wirklich was zu tun gehabt, oder? Ja, ich meine, wir haben das Einzige, was mit Vogel und Tod hier, ja. Und dann haben wir hier zweimal einen Typen. Einer, der so macht. Was hattest du im Buch? Da war diese Voodoo-Puppe da mit der Holznadel. Also die mache ich auf, wenn ich auf, das ist, erkennt ihr sofort. Also hier brauche ich ja nichts mehr. Go,